Wir zwei sind die PS-Profis. Das ist Sidney Hoffmann. Das ist Jean-Pierre Krämer. Und wir suchen in dieser Folge für Marc einen kultigen Camper. Für 20.000 Euro. Ganz genau. Und wenn ihr mal Bock habt, dass wir für euch suchen, dann bewerbt euch unter psprofis@sport1.de. Die Suche geht los. Wenn ihr Glück habt. Servus. Du bist Marc. Ich bin Marc, ganz genau. Hi. Hallo Sidney. Hi Marc. Du warst der Kollege mit der E-Mail, mit dem klassischen Camper? Ganz genau, da bin ich. Du hast relativ viel Kohle zur Verfügung, ne? Ja, mein Budget liegt so bei 20.000 Euro. Das ist für einen Camper doch schon ganz ordentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, 20 Mille ist schon eine Hausnummer auf den ersten Blick. Aber ich habe auch spezielle Wünsche und Vorstellungen. Ja, also ich suche schon was Spezielles, was Klassisches. Aha. Mir schwebt schon vor so ein, ja, Richtung Oldtimer. Richtung Oldtimer. T2, T3 wird favorisiert. Wie ist das denn so mit Exoten? Ich bin auch offen für ein anderes Fahrzeug. Wichtig ist mir die Bausubstanz. Mhm. Sprich, bist du denn Schrauber oder bist du eher kein Schrauber? Ich bin eher nicht der Schrauber. Also beim Innenausbauten eventuell Kleinigkeiten, alles andere, technische Sachen, Schweißen, Lackieren, das ist eher negativ jetzt. Hast du spezielle Farben, die du haben willst? Und klassische Farben wie Grün, Orange oder das Beige. Hast du so ein Limit für ein Thema Laufleistung, wo du sagst, pass auf Jungs, also 300.000 Kilometer zu viel oder? Also die Kilometerleistung ist mir egal. Wichtig ist mir, dass der Gesamtzustand stimmt und dazu zählt halt auch der Motor. Der Motor muss zuverlässig sein. Sag mal, wie viele Kajüten brauchst du überhaupt? 4. Wir sind zu dritt, aber 4 Schlafplätze, das ist das, was uns vorschwebt. Also Farben klassisch. T2, T3. Genau. Gerne offen für irgendwas Experimentelles. Okay, Marc, Sid und ich gucken mal. Und wenn wir was haben, sagen wir dir Bescheid. Super. Cool. Ja. Vielen Dank. Ich hoffe drauf. Jo. Meister, viel Spaß. Viel Erfolg. Ich meine, 20.000 Euro ist schon eine Menge Geld für ein Wohnmobil. Würde ich sagen. Ich meine, 20.000 Euro für ein Wohnmobil, was auch noch dementsprechend kultig ist. Und das Alter auch ein bisschen fortgeschritten. Und so ein bisschen Charisma hat. Genau. Und dann der Zustand auch noch gut ist, dann werden 20.000 Euro auch ganz schnell knapp. Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, der Markt ist groß genug. €20 Millionen haben wir, ne? 20 Millionen zur Verfügung. Klassisch soll es sein. Ja, da kommt mir was in den Kopf. Was denn? T2. Ah, da gibt's ja noch einen. Give the Clock. Give the Clock. In Holland. Der ist ja ein holländischer Dope-Dealer. Ist ein Busdealer. Ein Busdealer. Und die haben tonnenweise von diesen Dingern. So, hier. Ich sag dir doch, ich hab hier einen. Ein T2B aus 76, Westfalia, Helsinki. Mit allem, was das Herz begehrt. Ja. Und will 17,5 Steine. 17,5, wir müssen was übrig. Dann kann der ja mal so ein bisschen angerumpelt sein. Ja. Halt dich fest, ich hab hier was. Einen Volkswagen T3 Westfalia, Joker-Ausstattung, mit Westfalia Innenausbau, hartes Dach. Der Kollege will haben 19.950 Euro. Und wenn einer für einen T3 19.950 Euro will, dann hat er einen an der Socke. Dann hat er einen an der Klatsche. Und das Ding muss so taco dastehen, dass da eigentlich nichts anbrennen darf. Der Typ hat auch einen 1.9er TDI eingebaut, 110 PS. Oh. Beste Motorwahl für das Ding. Aber selbst dann ist er zu viel, das ist zu teuer. Genau. Und dann würde ich sagen, müssen wir ihn noch ein bisschen bekehren. Ja. Es gibt nicht nur T2, T3. Es muss aber was Großes, was für Männer, weißt du? Was für ein Mark. MAN. 7,5 Tonne. So ein Militärding. Pass auf, hab ich was. Das Ding sieht richtig gut aus. Oh, das kann was, sag ich mal. Auf jeden Fall. Das kann nur einer sein. Ja? Hanfbachtal, ne? Ja, du bist gut. Der war ich doch schon mal. Der hat nur die ganze Karre noch. Da steht nämlich ein ganz geiler VW MAN. 8-Tonnen-Klasse, 136 PS, 4x4, mit so einem GFK-Koffer, also mit diesem Militärkoffer. So ein Funkerbude. Genau, ich denke, der hat keinen Camper-Ausbau innen drin, aber wir haben 15.232 Euro. Und da ist genug Geld übrig für den Innenausbau, für ein Bettchen, einen Kühlschrank und einen Herd. 2 Mille, rockst das Ding.
Du bist der T2-Beauftragte. Schieß los. Ich zum T3 und dann treffen wir uns wieder. Zum MAN. Zum MAN. Und ich fahre Fahrrad. Von hier zum Parkplatz oder was? Nee. Ich fahre jetzt erstmal zum T3. Mit dem Fahrrad? Natürlich mit dem Fahrrad. Ja, das sage ich auch mal, wenn mein Führerschein weg ist. Nein, Führerschein ist auch da. Habe ich hier. Naja, sage ich auch mal der Polizei. Habt ihr schon? Jetzt aber. Okay. So. Der versprochene Himmel. Jesa. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist der Himmel und das ist das Paradies plus Himmel hoch 100 Millionen. Ey. Marcel! Hi. Guten Tag. Sydney. Marcel? Marcellus Wallace? Jawohl. Jawohl? Genau. Ich bin wegen dem T2-Bulli hier. Willkommen im T2 Helsinki. Das ist natürlich der wichtigste Aufkleber hier, ne? Das ist richtig. Der kommt bei uns ganz gut an. Das glaube ich schon. Ja, so richtig. Ui. Ui. Ja, aber wie alt ist die? Nicht so alt wie sie? Oder wie war es? Ich bin 79 geboren. Dieses okay. Auto wurde 76 geboren. 76er. Also ist genau. Das schon eine alte Schachtel hier. So, was sieht mein Herz? Ein 2-Liter-Motor. Den ja. Großen? Den Großen. In Holland nennen wir das einen Fanküchermotor. Ein Fanküchenmotor? Ja, da die... Wie sag mal, ist. Ein? Fankücher. Ein Fanküchen. Wie heißt das in Deutsch? Ein Pfannkuchenmotor. Pfannkuchen, ja. Baumkuchen. Ein Pancake-Motor. Ein Pancake-Motor. Das ist cool. Weil, das ist richtig cool. Es gibt ja auch den 1700er, ja? Ja. Der wurde aber immer zu heiß und deswegen ging er mal kaputt. Ja. Wie ist denn, wann wurde der mal überholt? Wurde der überhaupt überholt? Nein, nicht überholt. Nein. Und wenn es geht, dann geht es. Danach gucke ich am Strand nach dem T3. Und zusammen fahren wir dann zum Philipp. Ein sehr eigener Philipp ist das. Und der hat auch sehr eigene Autos. Vom Militär. Beim Philipp aus dem Hanfbachtal. Bleib dran. So, und davor suchen für den Markt einen Wohnmobil-Klassiker, sowas richtig Kultiges. Genau, für 20.000. Oh, der Auspuff, der gammelt schon ein bisschen, ne? So, Wärmetauscher, die sind ja hier ganz okay, ne? Also, warte mal. Ja, die gehen noch gut. Ja, die gehen okay, also wirklich. So, die Wärme ist noch immer da. Ja, es geht ja nicht nur um die Wärme. Weil wenn die undicht sind, ne, wenn die Rost haben, dann kommt ja der ganze Gestank nämlich in den Innenraum rein. Ja. Habt ihr das gemacht oder der Vorbesitzer? Nein, die Vorbesitzer. Auch mal ehrlich, ne? Hier habt ihr nämlich letztendlich für die Batterien. Dann brauchst du quasi so einen Notaus, dann, wenn du den halt länger stehen lässt, dann zieht sie sich nicht leer. Ganz genau. Finde ich gut. Ja, ist richtig gut. Also heißt, der ist gar nicht so viel gefahren, ne? Das weiß ich nicht, wie viel die gefahren hat. Aber ja, das kannst du niemals sagen. Ja, hier so kann schon ein neues Motor rein sein, kann schon überholt sein. Okay, darüber wissen wir einfach nicht so. Also wie viel Hand ist der denn, weißt du das? Wie viel Hand so? 76. So, ja. Also weiß wie auch nicht. Viel kommt, ja, nein. Okay. Der geht schon mal durch ein, zwei Hände oder vier, fünf Hände, aber so ist genau. Das halt eben. Gucken wir einfach mal hier so generell mal hier, was der Rahmen hier sagt, ne? Was der Rost hier sagt. Ja, hier Wagenaufnahme, das ist auch immer ganz wichtig zu gucken. Die Feuchtigkeit, ne, ist hier nicht so der größte Freund vom T2.
Guck mal, kannst du das Kniestück direkt hier alles mal angucken. Rathaus. So typische Stellen, weißt du? Ja, jetzt so wie das hier. Ne? Der? Das hier, dass das noch okay aussieht. Hey, jetzt zeigt er wieder die Glanzstücke, weißt du? Hier, musst du auch mal hier gucken. Hier fängt das schon langsam an. Scheiße. Darf ich mal hier unter dem Teppich gucken? Ja, du darfst. Hier in den Fußbereich gammelt er ganz, ganz oft. Es kommt auch meistens dadurch, wenn du jetzt, musst du nämlich jetzt gucken, ob die Dichtung hier vorne die Dichtung, ja, wenn die porös ist, dann kommt da nämlich schon die Feuchtigkeit durch. Und dann wandert das Wasser hier so lang auf den Fußboden. Und dann ist Rost mein bester Freund. Und weiterer Punkt hier, weil ich jetzt gerade hier mal so im Groove bin, hier, Aufnahme, Sicherheitsgurt, da gammelt er auch gerne. So hier, alles muss dann an, ganz Reparaturblech muss rein. Weil da ist ja auch ein bisschen Power drauf, wenn da ein Unfall ist. So, was haben wir noch hier Schönes? Die Türpappen, ne? Hier, das auch, ja, das haben wir auch Klassiker, hier unten. Hier sammelt sich dann auch immer die Feuchtigkeit, wenn die Dichtung hier auch porös ist oder rissig. Ja, hier haben wir ein gutes Exemplar mal zum Zeigen. Hier läuft auch gerne mal Wasser rein, auch literweise. Ritterweise. Genau. Haben wir auch neu? Haben wir auch neu. Auf Lager? Auf Lager, alles auf Lager. Zelt ist auch, haben wir auch neu. Wir können das öffnen, das Dach. Ja, machen wir dann ja? Das mal. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, so ein Dach, ne, kommt ja aus der Fabrik normal zu und dann wird es einfach aufgesäbelt und dann wird das Ding raufgehauen. Deswegen ist es immer so eine Sache mit der Dichtigkeit. Hier ist das ein bisschen Löcher und hier. Halt nochmal den Finger da durch. Aircondition. Ah, der passende Finger. Mhm. Der Finger. Okay, ich habe den Finger gesehen. Aber das ist schön natürlich, wenn das neu ist. Ah, jetzt haben wir hier die Helsinki-Ausstattung. Ne? Das Schöne am Helsinki finde ich, dass du hast das Bett über die ganze Breite. Oben zwei, unter zwei. Sind wir ja, bei vier? Genau. Ja, mehr brauchen wir doch nicht. Nein. Aber ich meine, die Ausstattung an sich so. Die. Und was am schön, ja, was auch sehr schön ist mit dieser Innenausstattung, ist die Küche. Ja, die Küche ist wirklich cool und es ist noch in gutem Zustand. Manche Leute fragen sich, was steht eigentlich hier drunter? Reserverad. Jetzt lüft doch nicht sofort das Geheimnis, Mensch. Okay, sorry. So, machen wir das nochmal. Viele Leute fragen sich immer, was ist eigentlich hier drunter? Unter diesem weißen Kasten, ne? Das könnte sein. Ja, was kann sein? Bordwerkzeug. Notstromaggregat. Ja, genau. Nein, das ist das Reserverad ist da. So mit Spannungsbogen hast du es nicht, ne? Nein. Ich merke das schon. Du haust mal direkt rein, ne? So erstmal ein bisschen. Boah, es schaltet super. Ja gut, das Lenkrad, das müsst ihr nochmal so ein bisschen. Das ist sonst immer gerade, ne, das Lenkrad. Ja, das soll so sein. Habt ihr durchgecheckt in den Wagen? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht? Das machen wir. Du lässt mich fahren, obwohl ihr noch gar nicht geguckt habt, ob alles gut ist? Genau, aber das holländische Kennzeichen, das ist immer gut. Doch? Guck mal, merkst du was? Nur du lachst. Ja. Warte. Funk? Ganz genau. Yeah. Wie Rundfunk. Rubber Duck. Rubber Duck. Rote Ameise an grünen Teufel. Die grüne Teufel, ja. Der geht ja nicht. Nein, geht nicht. Ach so. Aber es ist auch schön, dass das da drin ist. Ja. Das macht doch Spaß. Ja, macht Spaß, auf dem toten Walkie-Talkie rumzuhauen. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen Gas. Ja. Oh. Merkst du was? Schöner. Fühlst du auch diese irre Beschleunigung? Ich finde es. Das geht super. Der geht gut. Aber jetzt nicht schnell. Wie viele T2-Bus habt ihr da stehen? Ich glaube so 80.
80? Ja, T1 und T2. Ein kleines bisschen T3. Wo fängt der Spaß überhaupt an? Also wo kriege ich den günstigsten T2 bei euch? Für ein richtiges Projekt ist das ab 5000, aber wenn du ein bisschen schnell fertig haben möchtest, dann zwischen 15 und 20.000. Und dann richtig schön ab 30. Ab 30? Was ist 30 richtig schön? Habe ich jetzt einen richtig schön hier? Ja. Für 7,5 ist das top. 17,5. Das ist so mitnehmen. Ja, hallo. Wir haben immer die Preise so mitnehmen. Ja, hallo, alles. Du bist ja wie bei Ikea hier, ey. Alle Preise zum Mitnehmen. Siebzehnhalb. 17,5 mit Zelt und mit Dichtung. 17,5 mit Zelt und mit Dichtung. Aber die geht die Hand drauf. Auch die Dichtung? Die Dichtung. Die Dichtung und die von oben? Ja, genau. Zelt, die Dichtung und die Dichtung von das ganze Dach. Das Lenker kriegen wir noch gerade? Kriegen wir gerade, hey. Ich kann doch nicht das Auto so vorstellen mit einem krummen Lenkrad. Also, da bin ich das ausgelacht. Lenkrad ist nicht krumm. Ja, die Achsenmessung muss man machen. Ja, genau. Könnte auch, hey. Das können wir. Aber wir können noch viel mehr. Mit montiert, also Montage. Nein, Inclu. Dabei. Montieren können wir nicht machen. Montage Inclu. Und das hier gerade machen. Komm. Das machen wir. Ja? Das machen wir. Aber dann geht jetzt die Hand da drauf. So machen wir das in Holland. Coole Sache. Sehr. Kein Danke. Danke? So, ich bin auf dem Weg nach links. Scheiße. Ich bin auf dem Weg nach Langenfeld. Zum See. Zum T3. In Grün. Bisschen teuer, der Hubel. Aber was tue ich nicht alles als PS-Profi, ne? Scheiße. Servus! Servus! Ja, ich bin's. Auf dem Fahrrad, ne? Heute mal ein bisschen anders unterwegs. Warum die Farbe? Passt da eigentlich ganz gut zu dem. Und ist auch original VW. Ehrlich? Ja. Abgefahren. Sehr. Dann erzähl mir noch mal so ein paar Sachen hier. Was mit den klassischen Rauchstellen, da wo die Becher aufeinandertreffen? Alles gut? Alles vorgearbeitet? Das war bis hierhin fast komplett durchgerostet. Mhm. Also da steckten echt 400 Stunden. 400 Stunden in der Karosserie drin. Ich gebe ehrlich zu, der steht wirklich gut da. Also perfekt ist er noch lange nicht, aber für das Alter und dafür, dass wir den im Alltag auch nutzen wollen, war mir das ausreichend. Okay, also wenn ihr euch die drei Busse anguckt, dann achtet wirklich auf solche Blechpartien hier. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. An sich ist das Thema Rost beim T3e ein sehr ausgeprägtes Thema. Ja? Rosten kann er nämlich überall. Eine der wichtigen Stellen ist die D-Säule. Die D-Säule an sich braucht er in diesen Kühlluftöffnungen, weil der Motor nämlich hier unten drunter sitzt. Und wie soll der Motor sonst Luft kriegen? Bestimmt nicht vorne durch. Wenn hier Luft durch kann, dann da genauso gut Wasser durch. Und wenn hier Wasser unten drin liegt, ist das? Das ist bestimmt nicht gut für die ganzen Bleche. Das ist nämlich die nächste Stelle, nicht nur da oben, sondern hier unten. Fangen die nämlich auch ganz gerne ganz an. Genau, das resultiert nämlich daraus. Also wie gesagt, Roststellen, so typische Roststellen, die ich euch sagen kann, ist einmal
Vorne am Kühlergrill ist problematisch. Die einzelnen Blechpartien, Reserverad oder Wagenheberaufnahmen, das ist so problematisch. Und hier unten in dem Bereich auch. Was hat er gelaufen jetzt? Kann ich dir nicht sagen. 400, 500.000. Brauchst du so eine Zahlung um Ohren, wir 20 Mille haben für die Karre? Es ist doch völlig Latte, was der Motor gelaufen hat. Hauptsache, der läuft, oder? So, jetzt Tipp für euch. Das ist vollkommen Latte, ja? In den ganzen nächsten PS, wo ich folge, das ist vollkommen Latte, was der Motor gelaufen hat. Warum ist das Latte? 1,9er TDI. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also der Lader? Ja. Und dann tauschst du halt den Lader, wenn der Fritte geht. Oh Gott. Mach mal anders. Oh Gott, sagt er. Ja, stimmt, wenn du 20 Mille kriegst, ist auch egal, ne? Kannst auch einen Lader wechseln. An sich ist so ein TDI immer eine sehr gute Wahl, weil wir haben einmal folgenden Vorteil. Der TDI entwickelt viel, viel mehr Drehmoment als die ganzen anderen Motoren, die da sonst drin sind. Und man kommt gut Bergpassagen hoch und verbrauchstechnisch liegt es vorbei. 8 bis 9 Liter. 8 bis 9 Liter bei einem Wohnwagen wie das Ding. Und Topspeed haben wir von 100? 150. 150 Klamotten, 8, 9 Liter und viel Drehmoment. An sich meiner Meinung nach der beste Motor, den ein Z3 überhaupt bauen kann. Machst du mal aus kurz? Mhm. Weiteres, was zu erwähnen ist, dass bei so einem Motor, der Motor oder die Abgasanlage an sich sehr, sehr, sehr doll dem Wasser ausgesetzt ist. Deswegen gucken wir einmal hier drunter. Und da haben wir auch ein bisschen Rost, sonst steht das Ding eigentlich wirklich ganz gut da. Was haben wir hier noch alles? Die Gummis sind neu. Meine Wagen hat ja gerade frisch TÜV bekommen, ist ja auch komplett ohne Mängel durchgekommen. Das glaube ich. Gosser Junge. So. Und das ist der Grund, warum ich einen T3 so dermaßen geil finde. Du hast ein kompaktes Auto, hast aber trotzdem sehr viel Platz. Es können 4 Personen drin schlafen, wenn es sein muss. Ja. Wenn es sein muss. Ist zwar ein bisschen eng. Und ich muss dir sagen, Hasi, der Zustand innen drin ist knacke gut. Ja, danke. Mit dem T3 fährt das wirklich okay. Das Einzige, was du merkst, ist, habe ich vorhin gesehen, auch deine Reifen sind auf der Vorderachse, den Innenflanken komplett blank. Die sind abgefahren. Blank, ja. Deswegen hat er auch so wenig Spurtreue, weil die Vorspur stützt sich ja ab in diesem Reifenprofil. Und wenn da kein Reifenprofil ist, dann wäre das ein bisschen indirekt. Also neue Reifen müssen auf jeden Fall vorne drauf. Um noch mal so ein bisschen mehr Sportlichkeit rauszuholen aus dem Koffer hier. Aus dem grünen Frosch. Getriebesitzung ist perfekt. Das Einzige, was mich stört, ist, das Getriebe jault ein bisschen laut. Ja, da ist wahrscheinlich das Hauptlager ein bisschen angeknackst. Ja. Ja. Noch weiter geradeaus. Schon. Aber ist ja egal, sagst du. Das ist echt egal. Ist ja echt egal. Dein Tacho sagt jetzt 195.000, ne? Ja. Boah. So. Ich meine, ich wollte es nur mal so erwähnen. Ich weiß, es ist dir egal. Ich weiß es. Aber 195 also, drauf. Das steht einfach drauf, genau. Das nehmen wir einfach so hin. Genau. Eine kreative Zahlenkombination, die sich ständig ändert. Umso mehr man fährt, umso höher wird die Zahl. Da kommt gar kein Kilometer drauf, ne? So wie das ist. Ja, du grinst. Ja, ja. 19 noch was haben wollen, weißt du? Aber ist egal. Ist egal. Ist einfach egal. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja. Das ist auch nicht. Hawaii-Kette. Schick. Für Frankreich. Also das in Kombination, ne? Die Hawaii-Kette, Alkoholtest und dann sagt er noch für Frankreich. Ich weiß schon, was hier drin abgelangt ist. Ich weiß genau, was hier drin ist und alles. Und dann willst du ihn verkaufen? Warum willst du ihn verkaufen? Wenn der Preis stimmt und die Person, die den nimmt.
den Preis, den du dran geschrieben hast, der ist ja schon... Ja, schon, sportlich, findest du? Der ist so. 19.850. Von mir kriegst du das nicht. Tja. Das war mir so ein bisschen zu viel. Und dann habe ich auch so eine kleine Umfrage gestartet am Strand. Siehst du den grünen Frosch da oben? Ja. Wie viel würdest du gehen für so ein Ding? So rein aus dem Bauch raus. 2.000 Euro? Die Dame sagt 2.000 Euro. Und ganz ehrlich, in der Position, wo die Dame machen, da gerade liegt, würde ich der Dame alles glauben. Die Ausstattung? Ja, auch Westfalia mit Herd, Kühlschrank, allem drum und dran. Und funktioniert alles? Alles top. Also, nee, keine Ahnung. Fach ungefähr? 3.000, 4.000 vielleicht noch. Für den Wagen 4.500 nicht mehr, oder? So ein alter Bus. Da kamen Zahlen zustande wie 3.000, 5.000 und ich glaube, der höchste lag bei 10.000. 19 noch was ist viel. Ja, sicher. Bisschen tun wir. Das ist viel Geld. Was? 19.000? Das Ding ist knacke alt, sieht aus wie ein Frosch auf Koks. Das ist wirklich zu viel Kohle sonst. Gib dir einen Ruck. 17 Mille? 17,5. 17,5? Ja, 17,5 war ganz gut. Ich muss, glaube ich, öfter mal so und das voll. 17,5 gebe ich weiter. War Arbeit, das sage ich dir. Also quasi der ganze Beach hat mitgemacht und hat quasi auf ihn eingetrümmert. Du bist doch bescheuert, 19.000 für dich, bist du bescheuert. So ist die Richtung, ging halt auch ab. Ich fahre jetzt zum Philipp aus dem Hanftal. Der ist so ein, wie soll ich sagen, der hat einfach alles Militärische. Militärkult 80er Jahre durch und durch. Der hat alles vom Militär. Guten Tag. Ah, Philipp. Hallo, schön, dich wieder. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, super. Was hast du Neues? Oh, ganz tolle Sachen. Ich habe noch ein paar Geländewagen bekommen. Ja, ein paar. Ja, ein paar? Was machst du mit den ganzen Dingern? Ja, verkaufen. Die zweite Reihe hast du auch noch? Ja, natürlich. Hast du mal eben, wie viel davon gekauft? 20? Ja, so ungefähr. Soll ich dir mal was sagen? Du hast aber ganz lieb einen an der Schüssel. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen überhoben, das muss ich sagen. Die Distanz war weiter, als ich dachte. Und vor allem das Hanfbachtal hat es in sich gehabt, weil das ging so dermaßen bergauf und bergab und bergauf und bergab. Ali, hallo. Hallo. Du bist Philipp? Ich bin Philipp. Hi. Und du bist der Kaxel-Huber. Ich bin nicht der Tour de France-Sieger hier. Soll ich dir helfen? Nee, ich springe gleich runter. Das täuscht, Alter. Das ist hoch. Wir haben was? Hatten wir das geklappt schon? Warte. Nein, Mann. Nein. Boah. Ja? Ich würde mal sagen, so grundsätzlich bei diesem Check müssen wir uns jetzt nicht auf Lack konzentrieren. Nee. Meinst du nicht? Nö. Ich würde sagen, Lack lassen wir mal unterm Tisch fallen. Und Rost? Wenig. Aber weil das ist ja kein wirklicher hier. Rost. Rost, so, ne? Wir müssen mal eben den PS-Profi-Pegel so ein bisschen neu kalibrieren, weil das ist kein Rost. Ich erkläre auch warum. Weil das ist jetzt nicht irgendwie dünnes Blech, was so gewölbt ist. Nein, das hier, das ist diese Bandstärke. Bis da der Rost durchkommt, sind wir alle tot. Jo, ne? So, ich habe einen Auffahrunfall. Was passiert mit dem Corsa, den ich ramme? Ja? Entweder er springt 30 Meter nach vorne oder ich fahre einfach drüber. Oder er fährt einfach drüber hinweg und hast ihn gar nicht berührt, so hoch wie das Ding ist. Ja, im Ruhrpott fahren die Corsas nämlich tief. 1, 2, 3. So. Alle, hepp. Und?
Was haben wir? Es ist ein Motor drin. Ein grüner? Ja. Ein getarnter Motor? Ein Motor. Das Spannende bei dem Motor ist, wir haben 5,6 Liter Hubraum. Und das Ganze 136 PS kommt dabei raus. Das ist eine Literleistung von gut 28 PS. So, bei einer Literleistung so eine Angabe, die nehme ich an sich immer als Regelwert, um zu sagen, wie lang so ein Motor hält, laufleistungstechnisch. Und er hat gelaufen wie viel bis jetzt? Oh, unsagbar viele 22.000 Kilometer. 22.000 Kilometer. Vergleich mal die Literleistung bei einem 1.0er TDI mit 150 PS. Sind 79 PS Literleistung. Wir haben hier 28. Das heißt, bei so einer geringen Leistung, bei so viel Hubraum, heißt das, dieser Motor wird problemlos eine Million voll machen. Ja, sagen wir mal 500 eine halbe. Eine halbe Million macht er locker. Ja. Easy. Noch spannendes ist Folgendes. VW MAN steht da vorne drauf. VW und MAN haben damals zusammengearbeitet. Und zwar MAN war damals führend oder hatte wirklich sehr viel Ahnung in Sachen Leiterrahmen und Karosserietechnik und Vorderachse und sowas. Und die Firma VW hat das Häuschen entwickelt, Kabelbaum und Elektronik. Und somit entstand diese Kooperation-Geschichte. Ich habe ein Schraubenzieherchen geholt. Boah, wie der anspringt. Ja. Hi, ich bin Tine Wittler und wir sind hier bei der Familie Warnecke. Ja? Sie hat ein kleines Problem mit ihrem Wohnwagen und mit ihrem Vorhang, weil der geht einfach nicht zu. Diese ganzen bösen Kabel, hier geht alles raus. Dieser Sicherungskasten ist natürlich nicht so schön für das Kind. Das muss natürlich auch rauskommen. Und geht alles raus. Dieser Boden ist sehr emotionslos. Ich glaube, dann nehme ich einfach ein bisschen Parkett. Und dann haben wir hier auch eine ganz tolle Grundfläche. Und dann denke ich mal, dass wir hier diesen Schlafzimmerbereich machen von den Eltern. Eine Wohlfühlecke finde ich mal ganz, ganz wichtig. Und die kommt halt eben am Fenster, damit wir auch rausgucken können in die schöne Landschaft. Und das auch alles stimmig macht mit etwas mit Blumen. Und da stelle ich mir vor, dass wir hier eine farbliche Wand in Lila absetzen und hier etwas einen Pastellton. Hier muss natürlich dann auch etwas Beleuchtung reinmachen. Indirekte Beleuchtung finde ich sehr, sehr schön. Das lockert alles etwas auf. Ja? Das meine ich mit der indirekten Beleuchtung. Dann kommt noch ein Weißchen hin. Mit natürlich einer ganz schönen Komplementärfarbe. Stößerchen. Ja, viel perfekter so. Ja, so stelle ich mir das hier vor. Die Familie wird glücklich sein. So wie ich. Wenn du da Dinge mal richtig leer räumst, da hast du Platz ohne Ende. Du kannst nicht Tango drin tanzen, da kannst du richtig eine schöne Hütte rausmachen. So, und jetzt denkt ihr euch bestimmt, ich muss, wenn ich Ersatzteile will, in die nächste Kaserne fahren. Nein, falsch gedacht. All die Ersatzteile, das ganze Ding, man kriegt alles bei MAN. Einfach hingehen, die Sachen sind sogar innerhalb von einem Tag in der Regel da. Das geht rucki zucki, hier ist alles Standard, obwohl es sehr speziell aussieht. Jo! Ja, wieso nicht mal von oben checken, ne? Ich würde sagen, stabil, ne? Kann man vielleicht sogar eine Sonnenterrasse aufbauen. Ja, gut, haben wir das auch von oben gecheckt? Sagen, und Abfahrt. Hopp, runter. Du, sag mal, das können wir mit Klasse 3 fahren, ne, das Gerät? Ja, ja, 7490 Kilo. Klar. Muss. Klar, Inklu. Also können wir jetzt einfach fahren, ne? Ja. Oh, da kommt aber Diesel raus. Da muss erstmal freigeblasen werden, der Kollege. Was auffällig ist, er ist ein bisschen indirekt in der Lenkung. Obwohl das alles so neu ist, der fährt so um die Mittellage rum, sehr kreativ. Na, Vogelbild quasi. Die Reifen sind jetzt auch nicht so die direktesten, ne? Der Wald. Hä? Wir fahren 2000 Umdrehungen, ne? Ja. So diese Nenndrehzahl und wir fahren schon 60 Klamotten. Also Topspeed
sehe ich da Mau. Ja. Jetzt sind wir schon bei 2.500 und wir fahren 70. Hier kommt kein Gang mehr. Hier ist Ende. Ja, yeah, lass mich fahren mit dem Biest. Was? Und jetzt? So. Komm, gib es mir. Gib es mir. Ja, Mann, warte, warte, bist du bereit? Komm, wir machen einen Fahrerwechsel im Häuschen. Aber hier, es geht auch nur, wenn du so schlank sind wie wir sind. Ja, Mann. Jawolle! Jawolle, Kolle. Das ist doch mal geil, ey. Das läuft. Ja, aber fährt gut, ne? Ja, deswegen, der fährt einfach. Das fährt gut. Aber ohne Scheiß, man kann auch locker mit nach Frankreich fahren. Guck mal, jetzt ist er in Terrain, genau dafür ist er gebaut. Jetzt sieht man, man kann uns quasi nicht sehen. Nee, wir sind im Tarnmodus. Wir sind im Tarnmodus. Boah. Was denn? Also, wenn ich, boah, sitzt in so einem wackeligen Dampfer hier, ne? Aber wie geil, wenn ich jetzt einfach so. Wenn wir runterrutschen, ist nicht gut. Nein. Okay, gut. Dann ist PS-Profi-Geschichte. Aber wie geil, du fährst mit diesem Auto, da kannst du hast. Scheiße, pass auf. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Punkt ist, wo man drauf rumreiten muss. Ne? Scheiße. Und? Fast gehabt? Ja. Geil. 15.200 paar kaputte, glaube ich. Ne? Weißt du, 12? Genau, das ist der Preis. Nein, die kriegst du nicht. Dann machen wir kein Geschäft. Bitte, 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 bitte. Einen kleinen Preis brauchen wir. Ah. 12.800 plus Mehrwertsteuer ergibt 15.232. 15.232. Was machen wir denn jetzt mit uns dreien Süßen? Ja. Sagst du von Haus aus, null. Geht gar nichts? Nichts. Geht gar nichts? Nichts. Wir drei sind auch wirklich drei sympathische Typen, ne? Ja. Gib dem Ruck. Ja, einen netten Handschlag. Den nehme ich gerne. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Hast du was Schönes? Zum Auto dazu nicht. Du machst die Kupplung, ne? Und den TÜV. Und den Rest. Und den Rest. Und du gehst nochmal 2 € runter an die Sache gut. Nein, nein, gibt's nur zu dem Preis. Was hältst du davon, wenn wir 15.230 € machen? Nein, nein, 32. Kaufen oder nicht? Andere kriegen keinen Rabatt. Könnt ihr auch keinen Rabatt kriegen, wäre doch unfair. Trotzdem bin ich der Meinung, oder? Wir werden einfach mal die Methoden ändern. Ja. Wir werden jetzt einfach mal andere Nicht guter Kopf, böser Kopf, sondern wir machen einfach böser Kopf, böser Kopf. Wir bringen auch mal ein bisschen Munition mit. Ja. So wie es in Dortmund eigentlich auch der gute Ton erlaubt. Ja. In Dortmund klopfst du nicht, in Dortmund schießt du erstmal so ein ganzes Magazin in die Luft, bevor du reingehst. Ja. In Dortmund hat man das als Hauptfach auf der Schule. Ja. Waffenkunde. Ja. Nachladen in 10 Sekunden. Säubern in 10. So. Ich denke, das sollten wir wieder einführen. Finde ich auch. Eine gewisse Note Aggressivität muss wieder reinkommen. Halt mich zurück, halt mich zurück, halt mich zurück. Halt mich doch zurück. Alter, stopp mich, ja. Pass auf, ich klatsch dich so um, ja. Ey, fuck. Du weißt nicht, wen du sprichst. Ich bin die Ghetto-Natter. Hallo. Alles gut? Ja, alles wunderbar. Ich bin aufgeregt und... Aufgeregt? Bin mal gespannt, was ihr mir Schönes... besorgt habt. Wir fangen an mit den Klassiker, ja? Okay. Mit dem VW T2. B ist ein Westfalia Helsinki. Ja. Aus 76. Hat die dicke Maschine drin. Das ist sehr gut. Dann komme ich auf die Kasseler Berge. Da kommst du die Kasseler Berge hochgezischt. Hat 87 gelaufen. Das Auto hat gelebt, aber ist in einem guten Zustand für das, dass es mal gefahren worden ist und dass es auch mal wirklich auf der Piste war. Das Zelt hat 1-2 Macken und der Dichtungssatz vom Dach letztendlich hat auch schon die besten Tage hinter sich, so wie die Frontscheibendichtung. Okay. Aber das haben wir natürlich rausgehandelt. Das heißt, du kriegst die Teile schon mal mit ins Auto gelegt. Das Ganze, da will er 17.500 €. Ja, okay. Wir sind gelandet bei sage und schreibe 17.500. Okay. Aber du kriegst halt, wie gesagt, ein nagelneues Zelt, Dichtungssatz für das Dach,
und für die Frontscheibe. Bam! Das ist doch schon mal was. Bam! Ja. So, jetzt haben wir was ganz Cooles, und zwar einen VW T3 in einem absoluten Sahnezustand. Komplett restauriert, Lack, alle Rostsachen beseitigt, technisch sehr gut, 100 TDI drin. Ne? Also von der Leistung, vom Drehmoment obergeil. Ja. Er fährt wirklich sehr, sehr zügig. Heizung drin, dann Küche komplett, alles funktioniert. Perfekt. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, er wollte 19.950 Euro haben dafür. Das finde ich für einen T3 stolz. Ja. Zu stolz. Gelandet sind wir bei 17.500 Euro und da sind wir auch in so einem Level, wo ich sage, langsam kann man sich mit dem anfreunden. Für 17.5 ist es ein T3, wo du keinen Handschlag mehr dran machen musst. Du steigst damit ein und fährst locker noch 2-3 Jahre, machst einen Ölwechsel und bist fertig. Aber jetzt haben wir was ganz Exquisites. VW ist es. Das ist schon mal gut. Zumindest mit drin. Ja. Und MAN kommt dazu. Erstmal wirken lassen. Da guckst du, ne? Ja. Ist ein 8 für 8 Tonnen eigentlich, aber ist abgelastet auf 7,5 Tonnen, also darfst du fahren. Und 136 für 136 PS. Kommt vom 5,6 Liter. Das kommt vom Militär, sieht man sofort, wegen Camouflage, ist ein bisschen besoffen lackiert. 22.000 Kilometer aus 1990. Und sicherlich auch gut gewartet. Ja, sowas selbstverständlich. Von. Es fährt wirklich gut und es fährt wirklich handlich. Handlich. Wir haben auch gedacht, warte mal, Expeditionsfahrzeug. Gehen wir mal auf Expedition. Durch den Wald. Und es funktioniert. Und also könnte ich da mühelos bronze an den Strand fahren. Du kannst auch reinfahren und kommst in Tokio wieder an. Ganz genau. Das Einzige, was auf dich zukommen wird, ist der Ausbau von dem kleinen Kasten da oben. Das ist noch ein Funkerwagen. Sprich, eine leere Kabine. Ja, leer nicht. Es ist eher so eine Bondage-Kabine. Viel Kabel. Ja. Da ist schon was drin. Wenn du alles rausrupft, die ganze Geschichte, die ganze Knallerradatsch einfach rausschmeißt, da kannst du einen richtig schönen Tempel bauen. Oben aufs Dächsle kannst du sogar eine Sonnenterrasse machen. Kann sich deine Frau auch sonnen. Das ist, kann ja auch keiner aufgucken. Das ist natürlich sehr cool. So, und wir suchen für den Markt einen Wohnmobil-Klassiker, sowas richtig Kultiges. Genau, für 20.000, ich habe mir einen T2 angeguckt, T2B Helsinki in Holland. In Holland? Internationale PS-Profis. Ich war mal am grünen T3-Bus am Strand. Ja. Und zusammen waren wir bei einem grünen 7,5-Tonner Expeditionsfahrzeug beim Philipp. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auf den MAN stehe ich nicht wirklich. Was? Komm, wir machen jetzt hier Cut. Das können wir so nicht durchgehen lassen, ey. Was ist denn da los, ey? So, das ist doch mal, damit kannst du richtig auf Kacke hauen. Also, den schließe ich schon mal aus. Das ist nicht der Richtige für mich. Bleiben ja jetzt nur noch die zwei. Ein T2 Helsinki und ein T3 Joker. Ja, also, für den T2 spricht natürlich schon, dass er das Faltdach hat, von der Stehhöhe, dass ich 4 Schlafplätze habe. Aber da ich ja nicht so der große Schrauber bin, schiebe ich auch dieses Fahrzeug weg und entscheide mich für den T3. Den nicht schrauberbedürftigen T3? Ganz genau. Der soll's sein. Da würde ich sagen, ich bin noch etwas verblüfft, aber okay, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Dann würde ich sagen, ich fahre los und ich fahre mit dem Fahrrad hinterher. Die an. Gar nicht so schlecht, ne? Super. Guck mal rein. Wahnsinn. Sehr gepflegt. Das ist er. Geil, ne? Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Super ausgesucht. Danke für eure Mühe. Ja. Ja? Da werde ich sehr viel Spaß haben. Danke dir. Mal hier ein Jucken hier, das Aggregat starten. 1,9er TDI. Ja. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wieder einen glücklichen Kandidaten. Jetzt fehlt aber was, ne? Normal esse ich halt immer mit meinen Kompanien, mit meinen Fresskompanen. Wie ihr seht, ist er immer noch nicht da. Er kommt wahrscheinlich so 3 Stunden später oder so. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt was essen, oder? Hm? Jungs, ja? Ja komm, pack die Scheiße weg. Komm, Hunger. Hättest du Bock auf was Holländisches? Holländisch wäre gut, ne? Ja.
Spezial. Kann ein Spezial? Ach, oh, was nee, auch. Mit den Zwiebeln und so, das war zu viel.